Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem AirMod. Ja Leute, neue Aufnahmesession. Ihr seht, jetzt müssen wir mal eben ein Minütchen warten. Ja, ich lerne gerade das Rezept der Banditenmaske und habe nochmal 20 hergestellt schon mal, dass wir auch eine machen können. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen Zähne, wir haben aber kein Kleber mehr. Ich habe gerade die letzten Knochen noch verballert. Ja, sonst habe ich mir gerade mal einen kleinen Überblick verschafft. Concrete Mix habe ich auch ein bisschen angeschmissen. Jo, Minütchen. Der Nacht war hier auch Terror. Ihr seht, die müssen wir noch aufwerten von unten. Okay. Ja, ich muss mich erstmal hier orientieren. Also da haben wir schon mal ein paar dicke Spikes stehen, aber auch noch nicht aufgewertet. Okay. Okay, Bäume wachsen noch. Gut, wir sind ja ganz gut aufgestellt hier. 7 Sekunden. Was brauchen wir denn überhaupt? Leder noch, ne? 3 Leder. Yeah. Ja, eigentlich immer das Wichtigste, ne? Die Banditenmaske. Weil da gibt es nichts anderes, was man irgendwie als Ersatz nehmen könnte. Gut. Gut, da brauchen wir jetzt auch nicht warten, bis das fertig ist. Oder wir können derzeit, was ist da los? Noch ein Spidey. So, mal gucken, was hier los ist. Gar nichts. Holz haben wir hier. Wrench haben wir auch. Was haben wir hier? Zum Küchensch. 8 Repair Kits. Joa, sieht ja alles ganz gut aus. Gut. Keine Ahnung, warum da kein Hammer mehr drin ist. Habe ich bestimmt verbraucht, muss ich mal einen neuen herstellen in der Nacht. Aber machen wir es jetzt eben kurz mit der Wrench hier. Fortschritte sind aus. So, dass wir da eigentlich erstmal Ruhe haben sollten mit Schreierin. Was ist los, Junge? Da sieht es ja ganz gut aus. Ja, Taxas Axt haben wir auch am Start, wie ich gesehen habe. Ich habe mal gerade durchgeguckt. Schematics können wir so gut wie gar nichts. Hunting Rifle können wir, ja. Dann hört es auch schon auf. Also keine Sniper, keine AK. Also. Ach ja, genau, hier hatten wir ja schon weggemacht. Oh, was ist das denn? Hunting Knife können wir, ne? So. Sehr gut. Gut, das müssen wir natürlich auf Concrete machen hier, die Pfosten. Ach komm, wir räumen mal eben auf hier bei uns. Gleich mal antesten, ob wir es noch können. Ja, Singleplayer kannst du natürlich easy peasy in den Nahkampf gehen, ne? So. Was mit dem Dicken hier? Ist weg, hä? Ein Feld haben wir auch noch nicht angelegt, oder? Ich weiß es nicht. Ist immer schwer, wenn du so lange da nicht gespielt hast. Ach, hier sind 2 Kisten. Guck mal, dann ist doch hier bestimmt
Ja, hier ist alles drin gewesen. Jetzt habe ich 250 Holz verballert. Gut. Ach komm. Tu mal eben ein bisschen Eisen. Jo, wir müssen halt weg von den Spikes hier. Das kostet immer, ich meine, gut, Holz ist jetzt nicht das Problem. Das war doch der Dicke. Vielleicht. Ich müll es erstmal rein hier. Können wir doch bestimmt. Geil, oder? Kann es sogar von oben aufwerten. Sau gut. Sau gut. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ich meine, wir müssen mal gucken, wie es sich im weiteren Spielverlauf verhält. Aber auf jeden Fall eine Alternative zu Iron Bars. Gerade halt am Anfang, ne? Späteren Spielverlauf, klar, Iron Bars rein, fertig. Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen. Durch Iron Bars kann man auch keine Dingens werfen. Von daher sollte man vielleicht immer so ein, zwei Blöcke ruhig mit den Dingern machen, weil da könnt ihr halt einen Molotow und alles durchwerfen. Was ihr halt bei Iron Bars nicht könnt. Klar, ihr haltet jetzt nicht so viel aus, aber von unten nach oben kommt ja auch relativ selten Schaden. Klar, mit so einem Ausprobiert mit Cops, das müssen wir dann mal, ob die dann irgendwie auch durchspucken oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Werden wir aber noch ausprobieren. Vielleicht schon bei der nächsten Horde, kann sein, dass da schon welche kommen. So, haben wir es denn jetzt einmal? Sieht gut aus, ne? Das hast du schon wieder. Plus 4 ist doch eigentlich alles gut, ey. Warum hast du denn? Ja, ihr seht gerade mal 300, ne? Also. Gut, das haben wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir die 16 auch mit runter, packen wir unten rein. Der Hammer kann auch wieder unten rein. Die Maske sollte fertig sein, die nehmen wir noch mit. Beziehungsweise ziehen sie an. Ja, das Bandana ist halt die Alternative, aber wie ihr seht, ist nicht wirklich eine Alternative. Gut. Eisen bräuchten wir, ne? Eine Menge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Taxas, Axt, ja. Können wir eigentlich, solange wir kein Holz fällen, können wir sie eigentlich hier lassen. So, mal gucken, was sagt hier der Motor? Naja, gut. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, wir hatten eine Mac 10 hier, oder? Tag 17. Wir werden Tag 21 Horde auf jeden Fall noch in dem Ding machen. Ich denke, Tag 28 Horde auch noch. Wir werden aber natürlich dann schon anfangen zu bauen.
Ich weiß halt jetzt echt nicht, was wir hier schon gelootet haben und was nicht, Leute. Shotgun haben wir noch nicht gelootet, wie es ausschaut. Hier müssen wir natürlich wieder aufpassen. Hier können wir... Ja, natürlich gleich wieder ein Bandit, ne? Hier können natürlich direkt Hunde kommen. Das ist natürlich jetzt auch gerade kein Zombie hier. Ja, genau. Kümmer dich mal da um die Hardware-Laden. Ist auch gar nicht schlecht. Ich würde das ganz gerne hier mal einmal die Sleeper alle aufwecken. Sehr gut. Und das ist echt hier so eine Hunde-Session. Spawn mit Sicherheit gleich. Garantiere ich euch. Boah, was ist denn los mit euch? Wie viele kommen denn hier raus? Junge, was ist denn los? Kommst du nicht klar da mit dem Banditen? Oder? Gut, der Bandit ist wohl gleich Geschichte. Oh, eine Hocke ist natürlich jetzt gefährlich hier, wenn hier auf einmal ein Hund um die Ecke geschossen kommt. Das hat das Problem mit dem Nachspawn. Er lebt sogar noch. Oh, 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 oh. Dein Ernst? Na, hier ist natürlich die Hürde los. Ja, komm her, Junge. Hier kannst du Gas geben. Da oben spawnt schon der nächste Cowboy. Gut, dass hier gerade noch ein Cowboy saß und jetzt ist er weg, oder was? Komm mal mit auf die Straße hier. Dauerspawn der Sleeper hier, ey. Da drin auch schon wieder. Naja, was soll's. Machen wir halt mal ein bisschen Zombie-Kill-Action hier. Problem ist wieder, dass es endlos spawnen ist jetzt hier. Weil ich so viele Gebäude gleichzeitig getriggert habe. Genau, räum mal auf. So. Na super. Das ist schon besser. Ey. Juti, Juti. Duct Tape. Das ist gar nicht mit Stoff ausschaut zu Hause. Ich sag ja, das ist unglaublich. Gerade hier alles Sleeper weggehabt. Ja, genau. Ne? Das brauchen gleich wieder 5000 neue. Komm her, Junge. Wo willst du hin, ey? Lächerlich, Leute, echt. Naja. Genau, war doch so klar, oder?
du scheiße Hunde. Jetzt mal ernsthaft. Wie viele Schüsse müsst ihr euch denn reinknallen, ey? Ja, das war dumm. Nein! Geh weg, ey! Alter! Ich sag ja, bald bergauf geht oder so, da ist gleich vorbei. Oh Mann, ey, wolltest du nur mal eigentlich eben ein Haus looten? Da musst du erstmal 5 Milliarden Zombies wegknüppeln. Aber ist ja leider normal, ne? Nach dem Einloggen ist immer erstmal alles wieder. Spawnt immer erstmal alles wieder, aber gut. Ein paar Zombie-Kills sind ja nie schlecht. So. So, nehmen wir natürlich mit. Knochen brauchen wir auch. Normal müsste ich auch die Leichen alle weghauen. Das ist eine normale Wanderung, aber wie viele Hunde waren denn bitte dabei? Nicht euer Ernst, ey. Ja, das heißt natürlich, die stehen auch noch irgendwo rum nachher. Ja, man hat das nicht einfach, ne? So. Hätte ich natürlich mal die Quest lesen können eigentlich. Puh, das hört gar nicht mehr auf, oder? Gut, da kommt noch ein Rocker, den müssen wir auch noch wegnehmen. Ja, komm. Ja, komm jetzt, haben wir den ganzen Tag Zeit. Beide Augen schon. Komische Rote mal wieder. So. Bin mal gespannt, was da jetzt wieder sleeper-technisch noch nachspawnen wird. Juti, Juti. Ja, Minibike war gerade zu weit weg, ne? Oder beziehungsweise in die andere Richtung halt. Jetzt hätten wir uns ja auch darauf flüchten können. Juti. Können wir jetzt endlich, oder? Jetzt sollte mal unser Lockpick holen. Nimm's erstmal mit. Schuhe nicht. Motorhose brauchen wir auch nicht. Zähne, Knochen sind wichtig. Gut.
Bin ich ja mal gespannt, aber. Oh, wir müssen uns auf jeden Fall auch heilen gleich. Hat uns die Rüstung auf jeden Fall auf ihn schon in den Arsch gerettet da. Das waren nur normale Zombies, aber trotzdem. Ja, ich weiß. War das Pistole? Ich glaube, Pistole können wir auch noch nicht, oder? Ne. Shotgun, das Einzige, was wir können. Und Hunting Rifle. Joa. SMG. Sniper Rifle. Sniper haben wir ja auch schon zwei liegen. Magnum können wir auch, glaube ich. Ja. Sehr gut. Warum nicht? Gut. Natürlich auch außen lang gehen können, aber. Super. Super Trooper hier. Ach ja, komm, dann gib her, ey. Hab ich dich doch gesehen hier. Unglaublich. Da reicht noch niemals ein Schuss. Ja. Zweiter Stock lohnt nicht wirklich, ne? Komm her. Ich erlöse dich. Wisst ihr was? Wir sind so nah nach Hause, wir ballern es kurz hoch. Dann gehen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. Ziehen wir nochmal den Hardware-Laden auf jeden Fall durch. Hier steht auch die Wanderhorde noch rum. Ja? Alles rein. Taxa, Taxa mit Taxa. Können wir eigentlich auch erstmal hier lassen jetzt. So, das nehmen wir natürlich mit. 9 mm kann noch hier bleiben. Naja, Stöhnerin ist wieder da. Juti. So, weiter geht's. Kann ich lang schnacken? Gut, Leute, wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und hoffe, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
In diesem Sinne, wie immer, Lob, Kritik und so weiter, ne? Ich nehme die Wrench doch mal mit in die Kommentare und bis zur nächsten Folge. Ciao.